Hallo und willkommen zurück zu Windford. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Eigentlich wollte ich jetzt zuallererst damit anfangen, ein neues Schiff zu bauen, aber das verschieben wir jetzt nochmal um ein kleines bisschen. Aus einem ganz simplen Grund. Wir brauchen noch ein bisschen Adamant. Und zwar werden wir dafür nochmal in die Gasschicht runterfliegen. Und uns da ein bisschen angütlich tun. Damit wir genügend Adamant haben, um uns auch für unser neues Schiff ein paar Geschütztürme zusammenzubauen. Ich beabsichtige zwar davon wiederverwenden. Gerade die Propeller. Wobei, da bin ich noch nicht ganz sicher, ob wir nicht sowieso genügend Titan haben, um selber neue herzustellen. Das werden wir dann einfach sehen. So, Timer ist gestartet. Wir fliegen auf jeden Fall noch ein Stückel tiefer. Naja, Krake ist mir relativ egal. Beziehungsweise, ja doch. Noch einer. Ich weiß gar nicht, ob ich Lust habe, mich jetzt um diesen Tempel zu kümmern. Das überlegen wir uns später. Erstmal brauchen wir ein bisschen Adamant. Was das neue Schiff angeht, da möchte ich dann dieses Box-Design erstmal ein bisschen beiseite lassen. Und zeigen. Oh, einen drüber. Hier haben wir wieder einen Kraken. Oh, der ist groß. Aber wie gesagt, Interesse habe ich an dem eigenen. Genau, auf der passenden Höhe sein. Ich glaube, wenn ich die Steuerung zerstört habe. Dann sollten sie für uns auch kein wirkliches Problem mehr darstellen. So, gute Nacht. Haben wir hier irgendwo eine massive Insel. Die hier sieht gut aus. Dann parke ich das Schiff jetzt einfach ungefähr hier. Dann steigen wir nach unten aus. Ja, ja. So, und nebenher sammeln wir hier auch noch eine nicht gerade ungeringe Menge Schwefel. Aber das füllt sich natürlich auch alles sehr schnell wieder mit Gas. Aber das sollte uns eigentlich kein Problem bereiten. Eine interessante Frage. Wenn ich das hier abdichte wieder... Wird wahrscheinlich nicht reichen. Oder? Es scheint zumindest zu reichen. Ich meine, keine Beschwerde von meiner Seite. Wir werden hier eh nicht allzu viel Zeit verbringen. Okay, überladen. Das heißt natürlich... Ich werde darüber jetzt auch nicht Buch führen. Ich möchte einfach nur ein bisschen Adamant haben, um einfach wieder neue Geschütztürme bauen zu können. So,
Und Diamanten sind natürlich auch eine nette Beute. Ja, und da haben wir doch wieder irgendwo ein Loch aufgerissen. Aber das spielt eigentlich kaum eine Rolle. Wir mauern direkt wieder zu. Können das auch so machen. Schwefel werden wir sowieso brauchen. Wenn auch nicht viel, aber es kann nicht schaden, welchen zu haben. Aber was ich in erster Linie, wie gesagt, haben will, ist Adamant. Und davon müsste es hier eigentlich Unmengen geben. Nach denen wir uns wahrscheinlich dumm und dämlich suchen. Das ist wieder Eisen. Das nehme ich auch gerne mit. An Eisen kann man eigentlich nie genug haben. Aber eigentlich ist unser Ziel Adamant. So, wobei mit unserer Gasschutzausrüstung müssten wir uns eh keine Sorgen darum machen, eventuell irgendwo mal ein bisschen im Gas zu stehen. Okay, ich hätte die Kiste vielleicht doch besser mitgenommen. So, krieg ich weiter. So. So. Alles bis auf einen. Der kann weg. Oh, hier kriegen wir nochmal um Längen mehr Eisen, als wir vorher jemals gehabt haben. Nach hier oben möchte ich eigentlich weniger. Aber im Zweifelsfall bewegen wir uns dahin, wo wir die größte Chance haben, halt auf mehr Adamant zu stoßen. Ein Mineralienscanner wäre eine praktische Sache. Verdammt. Ansonsten arbeiten wir uns jetzt langsam zum Schiff zurück. Dass ich bis jetzt kein Adamant gefunden habe, stört mich ehrlich gesagt sogar ein bisschen. Tonnenweise Schwefel, aber kein Adamant. Na, da schwebt unser Schiffchen. Nee. Wir scheinen hiermit überhaupt kein Glück zu haben. Dann sehen wir uns halt woanders um.
Okay. So, wir haben hier ein paar Säureschäden an unserem Schiff. Was natürlich ärgerlich, aber unvermeidlich ist. Aber soweit sind wir schon wieder in Ordnung. Ich hätte eigentlich eher nach mir so eine massive Insel erhofft, so wie wir die meistens oben finden. Zeig mal Karte. Na, nach unten ist nicht mehr viel. Das hier sieht schon mal ein bisschen besser aus. Aber auch nicht viel besser. Nur mal so aus Interesse. Hier unten wird es halt noch dichter. Aber bis jetzt... als Reserve sollten uns eigentlich dicker ausreichen. So, steigen wir oben oder unten aus? Ich würde sagen, wir steigen diesmal oben aus. Du verdammtes Mistvieh! Hehehe! Wir wissen ja, wo unser Schiff steht. Kommen wir auch so ohne weiteres wieder hin, würde ich sagen. Ach, im Zweifelsfall lasse ich mich hier auch von einem Schleppschiff abholen. Ruhig ein bisschen auf die Rabiate. Ich will Adamant haben. Egal, wie ich da dran komme. Meine Diamanten sind auch in Ordnung, aber...
Aha. Ja, wir sind mal wieder überladen. Was kein großes Problem darstellen sollte. Ja, wir sind überladen, ich weiß. Adamant, Diamant, Eisen, Schwefel. Alles bis auf 1 einlagern, den Kies, den Dreck einlagern. Dann sind wir gewichtsmäßig schon wieder gut dabei. Verdammt hartes Zeug, würde ich mal sagen, aber keine Herausforderung für unser Vibromesser. Nee, hier sieht es nicht nach mehr aus. Nochmal ein ordentlicher Block. So, nein, den wollte ich, genau. Eine Plattform bauen, unsere Kiste draufstellen. Wie viel Eisen, noch mehr Adamant, noch mehr Diamant. Noch mehr. So, jetzt kann man das Ding wieder abbauen. Hätten wir direkt stehen lassen können. Dreck, Kies, noch mehr Stein. Okay, das ist nicht gut. Löcher flicken, sofern wir sie denn haben. Nicht unvorsichtig werden beim Fliegen, das ist gefährlich. Oh, hier sieht's gut aus. Hier sieht's gut aus. Mhm. Und doch noch was eingesammelt. Dann legen wir das direkt weg. Ah, so.
Ist eine sehr rabiate Methode, muss ich dabei sagen. Naja, wir sind wieder überladen. Damit hatte ich schon gerechnet. Ich denke mal, wir nehmen noch den Rest Adamant mit. Das sollte für unser neues Schiff eigentlich reichen. Hier unten gefunden haben. Eieiei, und dabei haben wir schon die Diamantbohrer. Aber ich wollte jetzt nicht mit dem Messer arbeiten, damit das ganze Zeug nicht am Ende einfach durch den Boden der Insel durchfällt. So. Mal schauen. Ja, haben wir schon einen guten Satz Zeit mit Bergbau schon wieder verbracht. Dann nehmen wir noch ein bisschen Schwefel mit, weil das kann generell nicht schaden. So. Ja, jetzt sollten wir eigentlich genügend Adamant haben. 258 sollte wohl reichen. Gut. Ein paar kleinen Stupser auf den Kopf können wir, glaube ich, ganz gut ab. Oh. Verdammtes Säurezeug. Moment mal, waren wir immer noch direkt unter dem Tempel? Zwei Stück direkt. Oh! Ohoho! Das Gemeine an der Sache ist, unser Schiff ist ziemlich beschädigt. Weil wenn wir in der Lage sind, ein paar Schüsse mehr abzufeuern, wäre das, glaube ich, in unserem Sinne. Ich wäre fast geneigt zu versuchen, das Vieh lieber mit unserem Messer anzugreifen. Die Welt ist gasgefüllt. Wir sollten nicht unvorbereitet dorthin reisen. Gut, das zu hören. H.
Hallöchen. Wow! Ihr musstet unbedingt zu zweit kommen, ja? Ja, keine Chance, wenn einen dieses Vieh so in die Wand drückt. Seht euch das an. Okay. Dieses Vieh frisst Munition, und zwar unsere. Solange wir in Bewegung bleiben, ist es nicht das Problem. Problem wird es erst, wenn dieses Mistvieh uns trifft. Könnte das eventuell diese mystische Superkrake sein, die wir erledigen sollen? Genau das sollte eigentlich nicht passieren. Hier können wir uns wenigstens relativ frei bewegen. Uns geht langsam die Munition aus. Es könnte durchaus sein, dass wir dafür nicht ausreichend vorbereitet sind. Ja, und da ist der Timer. Aber ich kann jetzt aus verständlichen Gründen gerade nicht aufhören. Oh! Oh! Haha!
komm, gib mir dieses Juwel, endlich. Nur sicher gehen. Nigred, oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Wir haben Unmengen von Munition verbraucht für dieses Monstrum. Okay, bis zur Stadt schaffen wir es noch zurück, ha? Müssen nur noch nach oben fliegen. Gut, wir bauen dann unser Schiff beim nächsten Mal weiter. Verschwindet ihr. Oha. Gut, dass wir für die Reparaturen nicht bezahlen müssen. Eieieiei. Okay. Dieses Schiff, dann holen wir uns das Werkstattschiff. Ja, ja, schießt so viel ihr wollt. Wir hatten mal 10.000 Munition. Aber mit mehreren Geschützen geht das so schnell. Eigentlich müssten die anderen Kraken jetzt Angst vor uns haben. Gut, dass ich diese Innenkammer gebaut habe, ne? Angenommen. Eieiei. Gut, beim nächsten Mal noch ein bisschen extra. So, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt's in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!